Willkommen zurück zu Let's Play Zelda Oracle of Season. Im Level 6 antike Ruinen finden wir erstmal 10 Rubine. Ach fuck. Nee. Da kommen ja viel zu viele. Ja, weg hier. Ja, das können wir auch noch nicht machen. Was gibt's hier wohl? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, bin ich auch. Nee, ich mach die Karte jetzt nicht auf, weil ich habe keinen Bock, dass es gleich wieder abstürzt. Es ist ja so toll an dem Kack-Emulator hier. So, wo muss ich denn hin? Ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Ja. Ey, wo waren denn nochmal? War ich hier oben schon? Ich glaube nicht, ne? Nee. So, jetzt können wir wieder Firing My Laser machen. So, wie ging das? Ich muss erstmal den Kopf kratzen. Ich glaube, ich habe hier beides gebraucht. Genau deswegen. Kann ich auch nicht springen. Ah, ich mag dieses schrille. Könnte ich damit nicht springen? Das ist jetzt doof. Naja, so geht's ja auch. Ich weiß nicht, wie man es regulär lösen soll, aber ich mach das immer so. Hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Wow, ich dachte schon, ich springe hier runter. What the fuck? Gut. Es bleibt für uns nur ein Weg. Was ist der nach oben? Deswegen drehen wir uns zurück. Es gibt zwei Wege. Ah, das ist jetzt wieder so eine Situation, wo ich denke, scheiße, wo gehe ich als erstes hin? Nicht, dass ich hier einen Tempel nicht mehr lösen kann. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Naja, komm. Es muss ja auf beide Wege gehen, sonst wäre das ein bisschen Kacke von Nintendo. Wenn ich jetzt hier hochgehe oder die andere verschlossene Tür, die wir am letzten Part gesehen haben, glaube ich. Oh komm, geh du grad weg, ey. Oh, ich hasse es. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich die Tempel irgendwie mag, aber irgendwie ja hasse? Ich glaube nicht, ne? Ich habe nur gesagt, dass ich ihn mag. So, darunter will ich nicht. Arschloch. Enem ist das Wort gesagt. Das ist mir gerade so egal. Oh. Ja, genau. Erstmal hier jedes mögliche falsche Item ausrüsten. So, ich hoffe, da ist jetzt ein Schlüssel drin. Ja. Und ich wette, hier brauche ich jetzt. Hier komme ich gar nicht lang. Dann ist das ein. So, rein von der Theorie her ist das jetzt eigentlich nur zum Trollen gewesen. Rein theoretisch müsste ich hier gar nicht lang, wenn es den Schlüssel gibt. Dann würde ich den Schlüssel einfach an einer anderen Tür benutzen und fertig. Also irgendwie bin ich gerade verwirrt. Stimmt das jetzt oder nicht? Ach, ist mir egal. Es geht und das reicht. So. Ja, jetzt sind die wieder alle hier. Waren das alle? Tatsächlich! Oh mein Gott, du hast das Rätsel gelöst. Da, 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 da. Ach, ich will nicht den sechsten Tempel und dann den achten Tempel, dann bin ich schon fertig. Na, fast. Fast. Müssen wir ja noch Onox in den Arsch treten. Das ist ausnahmsweise mal nicht Ganon, sondern irgendein anderer. Und ich frag mich bis heute, warum Ganon aussieht wie ein Schwein. Hm. Vielleicht ist er ein Schwein, weil er Zelda mal anführt. Gut. Dann füllen wir unser Leben auf. Weil Laser. Bam, in your face, ey. Boah.
mein Lieblingsstrahlemann. Bam. Wow. Hier kann ich problemlos springen. Das ist natürlich auch sehr. Aua. Komm, was. Ich glaube, dieser Tempel verfügt über 6 Stockwerke. Das könnt ihr euch ungefähr vorstellen wie ein Quadrat, das 5x5 ist. Oder 6x6. Dann das sind der nächste Stockwerk, 5 auf 5, dann 4 auf 4 und dann 3 auf 3 und 2 auf 2. So, komm, das, ich will es euch zeigen. Hier, Save State, Zelda. So. Hier, 4x5. Abgestürzt, das war so klar. War ja klar. Hier. Das ist jetzt Zelda Uncut. Muss man jetzt kurz cutten, ich werde hier genervt. Ich muss den Skype mal aufgehen hier. Moment. Hey, die ganzen Hobbylosen mit Maus. Penner haben mich in eine Konfi gezogen. Kann ich kotzen. Oh, hier muss ich mich beeilen. Das wollte ich sagen. Nein, ein Herz. Ja. War klar. Wow. Bam, bam. Bomben. Lecker. Ich weiß nicht, aber findet den Weg. Oh. Oh, ist zu schwer. Oh mein Gott. Ich weiß nicht weiter. Ja, ich würde jetzt fragen, soll ich mit den anderen Deppen aufnehmen oder nicht, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen fuck. Dann würden nämlich hier nur ablenken und ich würde noch mehr fail als sonst. Irgendwie gefällt mir das nicht. Eine Kiste, 4 Kanonen. Bedarf. Oh, 5 Rubine, klasse. Genau. Will ich da hin? Ja. Warum nicht? Irgendwie ist Link ziemlich grün im Gesicht. So weiß-grün. Link hat nur 2, 3 Farben. Aber bei Schwarz ist er eigentlich keine Farbe. Weiß, grün und schwarz. Das ist ja Drolle-Lolle-Raum. Kann ich eigentlich so kaputt machen? Nee, war ja klar. Das kann ich noch nicht. Ja, was gibt's hier wohl im Tempel? Geh weg. Geh weg. Wie hab ich mich jetzt darauf geklitscht? What the fuck? Naja. Komm, ich mach die erst weg, sonst gehen die mir hier gerade total auf den Sack. Weg. Oh. Und dann. So. Das wollte ich doch hier erzielen. Komm mal her, du Arschloch. Komm her, du Arschkopf. Und du auch. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn es wieder asynchron wird. Es ist mir bei einem Part ist mir aufgefallen, dass es asynchron ist. Liegt, glaube ich, am Vorspulen. Tut mir leid, wenn es wieder ist. Damit ihr es jetzt im Part hört. Oh, hier kriegen wir schon das Item. Da ist es. Du erhältst den magischen Boomerang. Halte den Knopf und um die Flugbahn zu steuern. Ja, jetzt kann ich mich hier so... Ach komm, ich will hier nur eine Runde drehen. Oh. Es ist so geil. Und jetzt können wir auch endlich diese scheiß Kanonen kaputt machen. Und wir kommen natürlich jetzt auch weiter, weil wir haben ja am Anfang so eine Tür gesehen. Beziehungsweise einen Schalter, den wir nicht erreichen konnten. Weil wir ja mit unserem anderen Boomerang nicht... Oh, das wird gleich lustig. War das nochmal? War das jetzt... weg. Oh, nehme ich. Ich glaube, früher war das bei... Ich glaube, bei Zelda Link to the Past war das, wenn man Rubine im Boomerang eingesammelt hat, einen magischen, hat der doppelt gegeben. Ich weiß nicht... War das oder... Ich weiß gerade nicht. LOL. OP-Bogen. Ey, das ist der OP-Rang. Ich habe den Batarang gefunden.
Wobei, das wäre, glaube ich, ein bisschen fail. Das wäre, glaube ich, nicht das richtige Spiel. So, komm. Ich gehe jetzt erstmal hier oben gucken. Muss mich erstmal wieder orientieren. Nee, das war's nicht. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich auch das hier machen. Geh weg. Ach du liebes bisschen. Oh mein Gott. Nehme ich. I'm firing my laser. Blip. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin muss. Und die Karte kann ich nicht aufmachen, weil dann Absturz und so. Ah ne, ich glaube, ich. Das war ja hier nur der Trollololol-Raum. Der einen Schlüssel hat. Oh, ich kann hier nicht mehr reden, ey. Du heilige Scheiße. Ach, ich habe ja gar keinen Laser. Warum habe ich das Gefühl, dass da gleich irgendeiner die Tür aufreißt? What the fuck? Macht. Geh weg. Fuck. Boah, komm schon. Ach, genau da wollte ich hin. Oh, komm. Und jetzt geht's noch höher. Ey, wobei. Warum nicht, ne? Warum nicht? Wir haben's doch. Warum nutzen wir's nicht? Ich glaube, hier rechts war jetzt der Zwischenboss. Oder lege ich jetzt falsch? Ich lege. Aber sonst geht's denen gut, ne? Aua. Aua. Oh, genau. Was für einen Sinn hat dann dieser Raum? Ach so, ja, da unten war eine Tür. Man kann auch erkennen, am Rand der Tür. Ja, die war zu. Wenn jetzt so eine Tür so abgerundet ist. Wie. Na, das kann man. Ja, wie hier halt. Man sieht ja den Unterschied zwischen rechts dem Durchgang und unten dem. Sieht man ja. Ah, meine Stimme. Die hört sich jetzt gerade irgendwie ein bisschen. Gut anhören vielleicht nicht, aber ich merke, dass die irgendwie ein bisschen kratzig wird. So, das ist natürlich jetzt auch total einfach. Wo hält denn der da? So kann ich, glaube ich, durch. Nee, das geht. Wieso geht das hier nicht? Ah, Mann. Oh! Geh weg. Oh Gott. Oh, nehme ich. Oh, mega geil, ey. Und ich glaube, hier musste ich sogar runter. Jo, muss ich. Oh Gott. Geh weg, weg, geh weg, geh weg, geh. Gott, ey. Wow. Raged. Not. Links, rechts, links, rechts, links. Genau, man machen wir hier nicht mittig, man machen hier mal nach rechts. Könnte ja sonst immer so sein wie sonst. Oh. Ich kriege hier einen dicken Rubin geschenkt. Das Geschenk kann ich aber nicht annehmen. Wisst ihr auch warum? Weil der Part rum ist und die Fledermaus will ich jetzt noch gerade killen. Das reicht noch. Komm her, du blödes Vieh. Jetzt wüsste, wo sie wäre. Da ist er. Oh. Du auch noch. Voll auf die Fresse. Gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir hier durch. Das sieht doch schon aus. Das riecht doch schon nach Falle. Und die Falle treten wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.